Die Schlacht von Pydna, ein Ereignis von immenser historischer Bedeutung, fand am 22. Juni des 168. Jahres vor Christus statt und stellte den Höhepunkt des dritten makedonischen Krieges dar. Dieser Zusammenstoß zwischen den geschickten römischen Legionen, angeführt vom Konsul Lucius Aemilius Paulus, und dem makedonischen Heer von König Perseus, bestimmte das Schicksal des Königreichs Makedonien und ganz Griechenlands. Der überwältigende Sieg der römischen Legionen war nicht nur eine Demonstration militärischer Stärke, sondern auch der Ausdruck einer überlegenen Taktik, nämlich des römischen Manipularsystems. In einer kurzen Zeitspanne, gerade mal 2 Stunden, gelang es den Römern, die beeindruckende und starre makedonische Phalanx zu besiegen. Die anfängliche Desorganisation der Makedonier, kombiniert mit der Flexibilität und dem Einfallsreichtum von Aemilius Paulus, ermöglichte es den römischen Legionen, die Formation der Phalanx zu zerstreuen und so die vollständige Kontrolle über das Schlachtfeld zu erlangen. Die Geschichte dieser Schlacht begann jedoch viel früher. Die Spannungen zwischen dem Königreich Makedonien und der Römischen Republik blieben nach dem Ende des Zweiten Makedonischen Krieges hoch. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten waren fragil und instabil, mit wenig Bemühungen, sie zu stärken. Der Sohn von Philipp V. Perseus bestieg den makedonischen Thron im 179. Jahr vor Christus. Wie sein Vater hegte Perseus eine tiefe Abneigung gegen Rom und zögerte nicht, die römische Autorität in verschiedenen Regionen in Frage zu stellen. Er schmiedete auch Allianzen mit benachbarten Mächten wie Epirus, den Seleukiden, Rhodos und anderen antirömischen Stämmen in Thrakien und Illyrien. Diese politischen und militärischen Manöver stellten die bestehenden Abkommen zwischen Makedonien und Rom offen in Frage. Im 172. Jahr vor Christus warnte König Eumenes II. Von Pergamon, ein treuer Verbündeter Roms, die Römer vor den aggressiven Handlungen von Perseus. Die Römer, die zu dieser Zeit in Kämpfen in Illyrien verwickelt waren, schenkten diesen Berichten jedoch nicht viel Aufmerksamkeit. Alles änderte sich, als Perseus mit Problemen in Illyrien und einem Mordversuch an Eumenes selbst in Verbindung gebracht wurde. Dies veranlasste den römischen Senat zum Handeln. Im Frühjahr des 171. Jahres vor Christus wurde der Krieg erklärt. Die Römer erzielten eine Reihe kleiner Siege über die Makedonier, aber Perseus antwortete schnell und besiegte ein römisches Heer unter der Führung des Konsuls Publius Licinius Crassus in der Schlacht von Callinicus. Die Inkompetenz und mangelnde Koordination der römischen Befehlshaber boten Perseus die Gelegenheit, die Initiative zu ergreifen. In den folgenden Jahren blieb der Krieg in einer Pattsituation, wobei keine der beiden Seiten in der Lage war, einen bedeutenden strategischen Vorteil zu erlangen. Lucius Aemilius Paulus, zum zweiten Mal am 15. März des 168. Jahres vor Christus zum Konsul gewählt, übernahm das Kommando über die römische Armee, bereit für eine neue entscheidende Konfrontation, die Schlacht von Pydna. Am 7. Juni des 168. Jahres vor Christus erreicht Lucius Aemilius Paulus das Winterlager der römischen Armee in der Nähe von Phila. Hier findet er seine Truppen undiszipliniert vor, eine Situation, die er prompt korrigiert. Nachdem er die Ordnung wiederhergestellt hat, zieht die römische Armee nach Norden, erreicht zuerst Herakleion und dann die Hänge des Mount Olympus, wo der Fluss Elpeus fließt. Der makedonische König Perseus hat seine Truppen an diesem strategischen Punkt postiert, um den Vormarsch der Römer zu blockieren. Jedoch entdeckt Paulus die Existenz eines Bergpfades durch die Perrhaebia. Er schickt daher ein Kontingent unter der Führung von Scipio Nasica und Fabius Maximus Aemilianus mit dem Auftrag, den Mount Olympus zu umgehen und Perseus von hinten anzugreifen. Nachdem sie die makedonischen Kräfte bei Picione überwunden haben, bringen die Römer Perseus in eine nachteilige Position, die ihn zwingt, sich nach Norden zurückzuziehen, in die Ebenen in der Nähe von Pydna. Am 21. Juni steht Paulus' Armee erneut den Kräften von Perseus gegenüber, die sich hinter dem Fluss Leuko positioniert haben. Der makedonische König stellt seine Phalanx in doppelter Tiefe auf, wodurch eine undurchdringliche Formation entsteht.
Paulus, der einen unsicheren Kampf befürchtet, da die Anzahl der Soldaten ähnlich ist, entscheidet sich, die Schlacht nicht zu beginnen. Er befiehlt seinen Truppen, sich Manipel für Manipel zurückzuziehen und das Lager einige Kilometer entfernt aufzuschlagen. Diese Taktik verursacht Unzufriedenheit unter Paulus' Offizieren und gibt Perseus eine Art moralischen Sieg. Gleichzeitig erweitert das römische Lager die Front, die die Makedonier überwachen müssen. Viele römische Offiziere befürchten, dass Perseus die Nacht nutzen könnte, um sich in die Berge zurückzuziehen. Trotz dieser Bedenken bleibt die makedonische Armee während der Nacht in Position, die von einer Mondfinsternis geprägt ist, die von beiden Seiten als ungünstiges Omen interpretiert wird. Die leichten römischen Truppen sind zum Schutz des Lagers aufgestellt, während ein Kontingent von Infanterie und Kavallerie zwischen zwei Außenposten verteilt wird, um die Bewegungen des Feindes zu überwachen. Trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen wird der Beginn der Schlacht von Pydna einige römische Scharmützler und makedonische Truppen in der ersten Reihe sehen, die den unvermeidlichen Zusammenstoß einleiten. Die Schlacht von Pydna wurde auf einer Ebene am Fuße der thessalischen Stadt Pydna ausgetragen. Diese Ebene war von niedrigen Hügeln geprägt, die sich auf der rechten makedonischen Seite befanden und eine asymmetrische Landschaft für den bevorstehenden Konflikt schufen. Im Zentrum des Schlachtfeldes floss ein Wasserlauf namens Leuko. Sein Wasserstand war niedrig, was ihn zu einer lebenswichtigen Wasserquelle für beide Armeen machte. Tatsächlich fand der erste Zusammenstoß zwischen den Truppen in der Nähe des Flusses Leuko statt, näher am makedonischen als am römischen Lager. Das Gelände war für die makedonische Phalanx weniger günstig, aufgrund seiner unvorhersehbaren und wechselhaften Natur. Dennoch waren die beiden Lager nahe genug, um das makedonische Lager vom Prätorium des römischen Castra aus zu sehen. Die strategische Position des römischen Lagers verschaffte ihnen einen entscheidenden Vorteil in der bevorstehenden Schlacht. Das Aufstellen beider Armeen für die Schlacht erforderte eine Front von etwa 2,5 Kilometern. Perseus' Phalangiten, die auf etwa 23.000 geschätzt wurden und traditionell in 16 Reihen und 3 Fuß pro Soldat aufgestellt waren, hätten etwa 1.300 Meter eingenommen. Der verbleibende Teil von Perseus' Armee, bestehend aus 10.000 Männern, hätte etwa 1 Kilometer eingenommen, wenn sie in 8 Reihen aufgestellt wären. Aus den Berichten über die Schlacht geht hervor, dass jede römische Legion eine Front aufstellen konnte, die der einer Phalanx entsprach. Außerdem musste das Schlachtfeld genug Platz haben, um sowohl das römische als auch das makedonische Lager unterzubringen, wobei jedes Lager ungefähr 650 Quadratmeter einnahm. Die genaue Position des Schlachtfeldes war viele Jahre lang umstritten. Einige Gelehrte schlagen vor, dass die Schlacht in der Nähe der Stadt Katerini oder in ihrer unmittelbaren Umgebung stattgefunden haben könnte. Andere wiederum vermuten, dass das Schlachtfeld nordwestlich von Kitros lag, in einer Ebene, durch die die Flüsse Agios Georgios und Agios Demetrios fließen. Letzterer könnte mit dem in historischen Quellen erwähnten Fluss Esone identifiziert werden. Die genaue Ausrichtung der Truppen bleibt umstritten, aber es scheint wahrscheinlicher, dass die römische Armee mit der Front nach Norden aufgestellt wurde. Im Kontext der Schlacht ist es wichtig zu betonen, dass die Truppenaufstellung eine entscheidende Rolle im Verlauf des Konflikts spielte. Das Gelände und die strategische Position beeinflussten maßgeblich die taktischen Entscheidungen und den Verlauf der Schlacht selbst. Ein Aspekt, der deutlich aus der historischen Beschreibung des Zusammenstoßes zwischen den römischen und makedonischen Kräften hervorgeht. Die römische Armee unter dem Kommando von Emilio Paulo bestand aus 2 römischen Legionen, jede verstärkt auf 6.000 Männer. Jede Legion wurde von einer Ala von Socii Italici, also Verbündeten, begleitet, mit einem Kontingent von 5.000 Männern jeder. Zusätzlich standen Nasica 3.000 ausgewählte Italiker zur Verfügung, wahrscheinlich die Extraordinarii, und 5.000 Socii, die beauftragt waren, Perseus' Position am Fluss Elpeo zu umgehen. Wenn man die beiden Legionen, die beiden Ala von Socii und die 3.000 Extraordinari zählt, erreichte die römische Armee eine Gesamtzahl von 25.000 Soldaten, sowohl Römer als auch Italiker. Zu dieser Zahl können 600 römische Reiter, 300 pro Legion und etwa 900 Italiker hinzugefügt werden.
Unter den Hilfstruppen waren 700 Ligurier von den 2000, die im 171. Jahr vor Christus eingezogen wurden. 1000 numidische Reiter und 1000 leichte numidische Infanteristen, sowie 22 Elefanten, die der römischen Armee nach der Schlacht von Callinico beigetreten waren. Wahrscheinlich gab es auch 600 gallische Reiter, die eingezogen und nach Makedonien geschickt wurden, aber nicht in den historischen Quellen zur Schlacht erwähnt wurden. Zu den anderen Verbündeten gehörten 4000 Infanteristen und 1000 attalidische Reiter, 1500 Achaier sowie zahlreiche kleinere Kontingente wie die thessalischen und ätolischen Reiter. Wenn man die römischen und italischen Truppen, 25.000 Infanteristen und 1.500 Reiter und die Hilfstruppen, etwas weniger als 10.000 Männer, zusammenzählt, erreichte Emilio Paulos Armee eine Gesamtzahl von etwa 35.000 Männern. Diese Zahl stimmt mit den etwa 35.000 bis 40.000 Männern überein, die von Livius berichtet wurden. Die Landstreitkräfte wurden von einer Flotte unterstützt, die vom Prätor Gneo Ottavio kommandiert wurde und während des Konflikts wichtige Seehilfe leistete. Das Heer von Perseo erbte die Taktiken, Ausrüstung und Zusammensetzung der Streitkräfte von Alexander dem Großen und Philipp II. Neben den von den Makedoniern rekrutierten ausländischen Söldnern bestand die Hauptkomponente der Armee aus einer Phalanx von 20.000 Männern, die mit der Sarissa bewaffnet waren, einer Lanze, die ungefähr 6 Meter und 30 Zentimeter lang war. Die Sarissa musste mit beiden Händen gehandhabt werden, weshalb am Arm ein runder Schild, die sogenannte Pelta, befestigt wurde. Die Männer trugen auch einen Bronzehelm, eine gehärtete Leinenrüstung und Schienbeinschützer und führten ein Schwert, waren jedoch in der Regel nicht als Fechter ausgebildet. Die beeindruckende Mauer aus Lanzen konnte viele Feinde einschüchtern und die Phalanx erwies sich als schwer zu besiegen, solange sie in Linie blieb. Paulo, der noch nie eine Phalanx im Kampf gesehen hatte, gab später zu, dass das erschreckendste Schauspiel seines Lebens der Anblick einer vorrückenden makedonischen Phalanx war. Perseus' Phalanx in Pydna war in zwei Einheiten unterteilt, die Kalkaspides, die Bronzeschilde, die links aufgestellt waren, und die Leukaspides, die weißen Schilde, die rechts standen. Die Phalanx bewegte sich hauptsächlich vorwärts, mit den Sarissen in diese Richtung ausgerichtet, was es den Soldaten unmöglich machte, sich gegen seitliche Angriffe zu verteidigen. An den Seiten der Phalanx, um die Flanken zu schützen, gab es 5000 Peltasten, die Elite-Infanterie, von denen 2000 Veteranen die Königliche Garde oder Agema bildeten, unter dem Kommando von Leonatus und Trasippos. Die makedonische Kavallerie bestand aus 3000 makedonischen Reitern und 1000 Reitern, die vom König Kotys VI. Von Odrysia gestellt und geführt wurden. Der Rest der makedonischen Armee bestand aus Hilfstruppen, Verbündeten und Söldnern, 3000 Paionier und Agrianer, 3000 Thraker, 2000 Gallier unter dem Kommando von Asklepiodotus von Heraklea Sintica und 3000 Kreter unter dem Kommando von Sosus von Phalasarna und Silo von Knossos, 500 Ätolier und Boeotier, geführt vom Achäaner Lykon, sowie 500 griechische Söldner unter dem Kommando des Spartaners Leonika, insgesamt 12.000 leichte Soldaten. Phase 1 der Schlacht. Während die Scharmützel am Fluss an Intensität zunehmen und beide Seiten schnell Truppen aus den Lagern schicken. Die Schlacht war ein ungeplantes Aufeinandertreffen, da beide Armeen dabei waren, ihre Lager aufzubauen und Truppen zwischen sich aufstellten, um den Feind zu überwachen und die Teams zu schützen, die mit der Beschaffung von Vorräten beauftragt waren. Die Schlacht von Pydna, die am 22. Juni des 168. Jahres vor Christus stattfand, bleibt ein prägendes Ereignis in der Geschichte des römisch-makedonischen Konflikts. Es ist die finale Konfrontation zwischen dem mächtigen Römischen Reich und dem hellenistischen Königreich Makedonien, angeführt von Perseo. Der Tag beginnt mit einer warmen und strahlenden Sonne. Die beiden Armeen stehen sich auf dem Schlachtfeld gegenüber, versammelt um ihre jeweiligen Banner. Die Römer unter dem Kommando des Konsuls Lucius Aemilius Paulus positionieren ihre Legionäre in der Mitte und schützen die Flügel mit Kavallerie und Hilfstruppen.
Perseo, König von Makedonien, platziert seine berühmten Phalangen von schwer bewaffneten Soldaten in einem kompakten Block in der Mitte, während Kavallerie und Bogenschützen die Flügel bilden. Aemilius Paulus befiehlt seinen Männern zunächst, langsam vorzurücken. Er beabsichtigt, die makedonische Aufstellung zu studieren, da er die Macht der Phalanx und ihre entscheidende Rolle in vielen früheren Schlachten kennt. Der langsame Marsch der Römer macht die Makedonier ungeduldig. Perseo, in seinem Wunsch, die Stoßkraft der Phalanx zu nutzen, befiehlt den Angriff. Die makedonische Phalanx rückt vor und bildet eine Wand aus langen, scharfen Lanzen. Die Römer beobachten mit Respekt den Vormarsch dieser menschlichen Mauer, wohl wissend, dass ein Frontalangriff katastrophal sein könnte. Aemilius Paulus, mit seiner Führungserfahrung und seinem scharfen taktischen Verstand, befiehlt seinen Truppen, sich zurückzuziehen und Korridore in der römischen Formation zu schaffen. Die Phalanx, mit ihrer nach vorne gerichteten Macht, ist desorientiert. In der Zwischenzeit beginnt die römische Kavallerie, die agiler und vielseitiger ist als die makedonische, die Oberhand an den Rändern des Schlachtfeldes zu gewinnen. Dies setzt die Flügel der makedonischen Formation unter Druck und zwingt sie, Ressourcen vom Zentrum abzuziehen, um die Flanken zu unterstützen. Aemilius Paulus, der den Verlauf der Schlacht beobachtet, erkennt, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist. Er befiehlt seinen Männern, die in der makedonischen Formation geöffneten Korridore anzugreifen. Die Phalanx, die für den Frontalkampf konzipiert ist, ist in Schwierigkeiten. Die Mobilität und Anpassungsfähigkeit der römischen Legionen erweisen sich als überlegen gegenüber der Starrheit der Phalanx. Die makedonischen Sarissen, die viel länger waren als die römischen Gladi, gaben den Makedoniern in den frühen Phasen des Kampfes einen entscheidenden Vorteil. Nach dem ersten Aufprall jedoch konnten die flexibleren und besser im Einzelkampf ausgebildeten römischen Soldaten die Nähe zu ihren Feinden zu ihrem Vorteil nutzen. Während die vorderen Reihen der Makedonier im Nahkampf mit den Römern beschäftigt waren, konnten die hinteren Reihen, die mit den langen Sarissen bewaffnet waren, die Römer aufgrund der Entfernung nicht effektiv treffen, wodurch die hinteren Reihen der Phalanx im Grunde nutzlos wurden. Die makedonische Phalanx war zudem auf die enge Koordination und Formation ihrer Soldaten angewiesen, um effektiv zu sein, was verloren ging, als die makedonischen Soldaten sich einem flexibleren und individuelleren Kampf gegen die Römer gegenübersahen. Perseo versucht, seine Linie neu zu formieren, aber es ist zu spät. Der Zusammenhalt der Phalanx ist gebrochen und die Moral der Männer ist am Boden. Zu diesem Zeitpunkt stürzt sich die römische Kavallerie, nachdem sie die makedonische überwältigt hat, auf den Rücken der Phalanx und vervollständigt die Einkreisung. Es ist ein Massaker. Die Römer drücken unerbittlich weiter und brechen die makedonischen Linien eine nach der anderen. Perseo erkennt die Unvermeidlichkeit der Niederlage, flieht vom Schlachtfeld mit einer kleinen Leibgarde und lässt seine Männer ihrem Schicksal überlassen. Die Schlacht dauerte weniger als eine Stunde. Der Grund für den römischen Sieg war die Zerstreuung der Phalanx durch das unebene Gelände, das die Kontinuität der makedonischen Formation untergrub. Es kam zu einem Kampf zwischen Einheiten und dann zwischen einzelnen Soldaten, begünstigt durch das Einfügen der ersten Legion zwischen Phalangiten und Peltasten. Die Trennung von Chalcaspides und Peltasten begünstigte die Isolierung der Peltasten. Die Flucht der Reiter und die Einkesselung der Phalangiten. Der Schlüssel war das unebene Gelände, das von Paulus gewählt wurde. Es schwächte die Geschlossenheit der Phalanx und machte den Druck der Römer auf die Makedonier unerträglich. Paulus' schnelle Reaktion sowohl auf den Beginn des Kampfes als auch auf die Schwachstelle der feindlichen Formation ist angesichts des Ergebnisses nicht in Frage zu stellen. Es ist unbestreitbar, dass Paulus das Schlachtfeld wählte. Perseus hatte sich für eine Ebene entschieden, die vom Agios, Dimitrios und Esone geschützt war, sodass Paulus gezwungen war, sein Lager südlich des Flusses aufzuschlagen und die Armee zurückzuziehen. Die unterschiedliche Ausrichtung der Schlachtfront und das Warten bis zum Nachmittag zeigen, dass Paulus beschloss, die Armee auf den Höhen östlich von Kitros aufzustellen. Perseus griff aus einem guten Grund nicht an, demselben, der ihm die Niederlage kosten würde, das unebene Gelände. Ein unregelmäßiger Hügel ist für die mobile römische Formation kein Problem.
die auch von einem durch den Abstieg verursachten Schwung profitieren kann. Außerdem zwang die Neigung des Geländes die Phalangiten, ihre Sarissen höher zu halten und mit mehr Anstrengung vorzurücken, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, die Linie zu brechen. Letztlich verlief die Schlachtdynamik so, wie Paulus es wollte. Eine schnelle Entfaltung, ein strategischer Rückzug, das Vorrücken der Phalangiten, die Zerstreuung ihrer Front, das Entfernen der feindlichen Flügel und die Einkesselung der Makedonier. Die Schlacht von Pydna markiert den endgültigen Aufstieg Roms als dominierende Macht im Mittelmeerraum und den Niedergang Makedoniens als militärische Macht. Aemilius Paulus tritt als Kommandeur von großer taktischer Fähigkeit hervor, der in der Lage ist, sich an Situationen anzupassen und die Qualitäten seiner Truppen optimal zu nutzen. Perseo hingegen, trotz seiner anfänglich günstigen Position, scheitert daran, die Notwendigkeit von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf dem Schlachtfeld zu erkennen. Danke, dass Sie uns auf dieser Zeitreise begleitet haben. Folgen Sie weiterhin unseren Videos, um weitere faszinierende Kapitel unserer Geschichte zu entdecken. Digitalzeitreise dankt besonders Stefano Marzi für die hervorragend gefertigten Modelle und das bereitgestellte Material. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Inhalte nicht zu verpassen.